So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge How to Survive Teil 2. Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, exakt an der gleichen Stelle. Wir sind noch auf der Mission, wo wir jemanden suchen müssen und wir müssen eine Säge finden. Und ich hatte mir vorgenommen, in dieser Mission mehr auf den Säbel zu gehen, außer bei den Dicken, weil, naja, Säbel bei denen ist relativ bescheuert. Denn die explodieren, selbst wenn man da ordentlich draufhaut. Und ja, das zeitliche Segnen möchte ich nicht. So, wir müssen aber auch was trinken, sehe ich gerade. Aber sonst müsste das eigentlich relativ gut klappen hier. Wir haben unser schönes Piratenschwert und wenn mir keiner in den Rücken fällt, klappt das auch. So, wir heilen uns einmal, dann hauen wir uns hier die... Okay, ich habe gerade irgendeinen Statuseffekt freigeschalten, aber ich sehe nicht mal, was für einer das ist. Dass man sich das nicht anzeigen lassen kann, ist allerdings auch ein bisschen sinnfrei. Oh, hier haben wir schon mal eine Hütte auf jeden Fall. Und das Ding hat mir nicht mal Wasser gebracht. Jetzt 99. Geht doch. So, Schloss knacken ist immer gut. Und gerade wenn man das machen muss. Ah, da ist er schon. Bist du sauer, wenn ich dich ausräume? Anscheinend nicht. Da ist auch die Säge. Alles klar, okay. So, Mission beendet. Ich würde sagen, dann beenden wir die Mission auch. Ich könnte zwar jetzt hier noch ein bisschen Material hinzufügen, allerdings im Wald findet man nicht so viel. Da gehe ich lieber in eine Stadt. Da kriegt man an Material einiges mehr raus. Ich kann dir schon helfen, wenn du es loswerden willst. Rotblutpflanze. Der Helm der Zwietracht. Joa, warum denn nicht? Ja, kann ich. Wir lassen das Ganze auf Stufe 10. Oh, ich hätte mir vielleicht eine Munition vorher besorgen sollen für meine Waffe. Also es ist halt doch, nur mit Säbel ist es ein bisschen arg anstrengend. Gut, ich habe noch 150 Munition. Ist aber jetzt leider auch nicht wirklich so viel. Ja, ihr müsst die Tür schon aufmachen. Ah, immer von hinten. So, Schokoriegel, Orangensaft. Halt. Ah, nur Geld. Ah. So, Nägel, was haben wir hier? Hier liegt Aluminium. Ah, das war's schon. So, müssen wir lang, wir müssen diesmal in diese Richtung. Das heißt, wir gehen hier durch, hier. Na, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Some large objects on the ground can be moved when... Ah, okay, hier können wir irgendwas verschieben. So. Ich lasse mal erstmal explodieren. Ah, das war mal ein großer Schlag. So, und zwar hier. Oh, so ein brennendes Fass wäre nicht schlecht. Genau, das Zeug hier können wir verschieben. Und dann können wir daran hochklettern und hier dementsprechend uns die Platte holen. Blechplatte, das da, das da. So, hier nehmen wir wieder einen Säbel. Geronimo! 1200 Schaden. Auch nicht schlecht, wenn man zum harten Angriff. Geil. Was treibst du denn da? Es waren jetzt 3, 4 Kugeln vollkommen umsonst. Hätte ich es einmal richtig gemacht. Sind die kleinen Dinger, worüber man sich wirklich ärgern kann. So. Nächster Schritt. Was müssen wir denn überhaupt finden? Motorradhelm müssen wir finden. Okay. Wahrscheinlich wieder sowieso das letzte Haus, was ich anfange zu suchen. Ah, hier liegen zumindest Blechplatten rum. Das ist sehr schön, weil Blechplatten brauchen wir zum Ausbau unserer bereits vorhandenen Basis. So, oder Köter. Machen nicht allzu viel Schaden, sind aber extrem nervig.
Ah. So, so, so. Ein richtiger Schuss. Können wir auch die Munition sparen. So. 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 Und so. Oh, ich muss sagen, mit diesem Sprungangriff letztendlich, den ich da ausführe, funktioniert ganz gut. So, Blechplatte. Da hinten sehe ich auch noch was blitzen. Na, oder auch nicht. So, da liegt nichts. Sie hat nur ein bisschen Geld dabei. Hier liegt aber ein Schraubenschlüssel. So, Hammer. Hammer. Ah, und unser Saft gleich aufzuwirken. Blechplatte. Also Blechplatten gibt es hier wie Sand am Meer in der Mission. So, hier ist nichts weiter. Liegt denn was auf dem Balkon? Eine Blechplatte. So, dann schauen wir einmal hier rüber. Hier ist eigentlich auch nichts weiter, was wir brauchen könnten. Ah, da wollte ich eigentlich gar nicht runter, aber sei es drum. So, wir schauen einmal weiter in die Richtung. Die Hoffnung stirbt jetzt zuletzt, dass wir hier was Richtiges finden. Das sieht doch nach einem Laden aus, wo es ein Motorrad geben könnte. Gut, es sehen alle Läden gleich aus, aber naja, man kann es ja mal probieren. Hallo, du da, bitte nicht auf den Tresen steigen. Sehr unhöflich. So, Schokoriegel, Flasche Wasser, nehmen wir gerne. So, hier blinkt nichts. Dann schauen wir einmal hier rein. Hier ist genauso wenig nichts. Dann probieren wir es so einmal da hinten. Immer den Zombies hinterher, da wo am meisten Zombies sind. Ah, oder diese blöden Köter. Heilen wäre auch mal ganz hilfreich, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ah, nur ein 600er. Oh, was ist denn jetzt los? Fehlt mir die Ausdauer. Das kann sein. So. Dann, da ist eine Heilpflanze, da ist ein kleiner Köter. Na, kriege ich dich anvisiert oder nicht? Doch. So, schön ist natürlich, wenn man immer mit diesen explodierenden Fettsäcken da noch den einen oder anderen Zombie mit in den Tod reißt. So, nächster Laden. Also Läden gibt es hier in der Mission auch ganz viele. Allerdings manche nicht so gut bestückt, wie es aussieht. Der hier auch jetzt wieder nicht. Hier dahin ist schon Kartenende. So, dann schauen wir uns doch mal hier um. Da sind Stahlschrauben. Da liegen auch Stahlschrauben. Und ein Zombie. Und eine Blechplatte. Also in der Mission, wir haben jetzt garantiert 5-6 Blechplatten gekriegt. Also es lohnt sich hier zumindest, wenn man Blechplatten braucht. Ich glaube, ich muss mal wieder öfter mit F die Zombies dementsprechend töten. Das bringt's mehr. Nice. Zwei Heilpflanzen waren da hinten. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, eine, zwei. Gerade in den Stadtmissionen findet man die leider immer nicht so häufig. Weil es hier eben wenig... hier, Bleistücke, Bleistücke. Da haben wir unseren Helm. Der liegt aber oben, so wie es aussieht. Ja, unser Helmchen. Sehr, sehr schön. So, aber wenn wir gerade schon mal hier sind, gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was sich lohnt? Ich glaube aber nicht. Zum Öffnen. Ah, Motorgehäuse, okay. Also noch ein paar Stahlschrauben, aber das war's sonst so ziemlich. Ah, okay, man kann die Quest nicht abschließen, wenn man verfolgt wird.
Muss ich jetzt wirklich alle Zombies töten, die ich jetzt noch anvisiert, die jetzt noch Jagd auf mir machen? Gehst du auf den Dicken, nicht auf den Kleinen. Jetzt aber. So, Quest beenden. Sehr hübsch. So, wir sind richtig hungrig. Dann hauen wir uns einen Schokoriegel rein und noch ein und noch ein. Betty, was auch sonst. Die Jugendliebe, Stahlrost und das andere, okay. Ne, wir werden jetzt aber, bevor wir... Ah, hier ist sein Bruder. Von dem kriegen wir jetzt auch noch Mission. Hungrige Pelikane, leeres Farbspraydose und Dichtring. Ah, okay. Aber bevor wir jetzt die Mission von denen annehmen, würde ich mir jetzt nochmal kurz mit dem Lagerausbau beschäftigen wollen. Beziehungsweise wir nehmen erstmal hier wieder das Zeug mit. Was ja jedes Mal wieder respawnt. Vor allem die Munition bräuchte ich ganz dringend. So, Karte kann weg. So, da haben wir 8mm Munition. Dann haben wir nämlich hier 177 zumindest wieder. Schon mal besser als gar nichts. Na, da wollte ich jetzt eigentlich nicht raus. F. Nicht F. Tabulator. O und so. Perfekt. So, hier haben wir das Ganze auf Stufe 10 aufgebaut. Und hier fehlen uns... Ah, die Holzbretter fehlen uns. Ja. Wir haben auch viel von diesem Stahlblechzeug eingesammelt. Soll heißen, wir packen alles, was wir hier haben, erstmal wieder in die Kiste. So, dann haben wir... Was haben wir denn hier alles? Den Motorradhelm. Der kann eigentlich auch erstmal rüber, weil wir haben... was Besseres. So, die Säge bleibt, das Restzeug hier bleibt auch. Rede kann auch weg. Das ist nur unnötig Gewicht. So, dann schauen wir einmal zu Kovac. Der hat nämlich die Mission der Stufe 10 für uns. Beziehungsweise diesen Funkturm, Verteidigungsgedöns, damit wir unser Lager weiterbauen können. Hey, Survivor. I want it, no? So, hier. Fangen Sie alle. Ah ja, Missionen, die so gekennzeichnet sind, heißt, wenn man bei der Mission stirbt, darf man von vorne anfangen. Das heißt, es wird kein Erfahrungspunkte-Bonus abgezogen, sondern man fängt einfach direkt von vorne an. Want to talk to you before I'd finished my experiment. While you were away, I went into town to capture the problem. Okay, jetzt sollen wir Infizierte fangen. My captives ended up getting free during the transfer. Near some farm. It's not that we're short of infected in the area, the... That's why I'm going to ask you to explore the zone. Ah, one last thing, Survivor. I tried to use fresh meat. I'm telling you this so you can be extra careful. Even if the zone you're going to is relative... If you manage to find it, put it in one of the... Alles klar. Okay. Energietrink gelb. Sehr schön. Okay, Elite-Mission. Die Mission, Elite-Mission lassen wir vor allem auf der Stufe, weil ich möchte da ungern dementsprechend erhöhen, weil das macht es wirklich extrem schwierig, wenn man da noch ein, zwei Stufen raufgeht. Ich würde allerdings sagen, für diese Folge war es das Ganze jetzt dann erstmal wieder. In der nächsten Folge werden wir dann diese Mission hier starten und ja, hoffen die beim ersten Mal absolvieren, ohne dass wir zwischendrin sterben, weil sonst muss man die Mission jedes Mal von vorne anfangen. Das ist auf Dauer extrem nervig, kann man sich vorstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid und sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.